Israel hat zum vierten Mal binnen 2 Jahren gewählt und wieder wird die Likud-Partei von Benjamin Netanyahu stärkste Kraft. Prognosen sehen den Likud bei 31 bis 33 Sitzen. Das ist aber weit entfernt von der Mehrheit. Und so zeichnet sich erneut eine schwierige Regierungsbildung ab. Die Zersplitterung der Parteienlandschaft hat eine Reihe von kleinen, teils extremistischen Parteien hervorgebracht, die womöglich in die Rolle von Königsmachern kommen könnten. Unter keinen Umständen dürfen wir den Staat Israel jetzt in Neuwahlen ziehen, in die 5. Wahl. Lasst uns jetzt eine stabile Regierung bilden. Aber sowohl für Netanyahu als auch für seinen liberalen Herausforderer Yair Lapid wird es nicht leicht werden, eine Koalition zu bilden. Lapids Zukunftspartei wird zweitstärkste Kraft, er dürfte es aber schwer haben, das heterogene Lager der Netanyahu-Gegner in ein stabiles Bündnis zu führen. Dennoch gibt sich Lapid zuversichtlich. Ich habe begonnen, mit anderen Parteien zu sprechen und wir müssen die Ergebnisse abwarten, aber wir werden alles tun, um eine vernünftige Regierung für Israel zu schaffen. Die Israelis scheinen der andauernden Neuwahlen müde. Die Wahlbeteiligung lag gut 4 Prozentpunkte unter der vom Vorjahr. Das Ergebnis soll am Freitag offiziell bekannt gegeben werden.